Servus Leute, was geht? Ihr seid wieder bei Kelvin von Checknotizen am Start und zwar mit einem neuen Format. Wir haben uns einen Torwart erstellt, das habe ich extra schon vor dem Video gemacht. Wir sind 2 Meter groß, guckt euch den Maschallah-Typ da an. Der wird die Bude sauber halten. Eher gesagt, wir werden die Bude sauber halten. Wir haben eine Spielerkarriere als Torwart, weil ich bin auf dem Feld als Stürmer, ja, man macht 100 Tore, bla bla, finde ich immer ein bisschen langweilig. Als Torwart noch nie gemacht, allgemein dieses Jahr noch nie gemacht. Dritte Liga in Deutschland, Mannheim bei, Grüße gehen raus, an den guten Willi. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, ich nehme euch mit, ohne groß reden, erste Folge. Lasst einen Daumen da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Hier gibt es nämlich so unterschiedliche, man kann gucken, was man kann Teamwork, Disziplin, Freigeist. Sag allen, dass du absolut bereit bist, motiviere deine Mitspieler, ab sofort wird hart gearbeitet. Ich bin so ein Teamwork-Mann, zack, 20 Teamwork-Punkte nehmen wir mit. Top, da kann man also auch Sachen kaufen, aber wir haben halt 0 Euro, daher können wir uns noch nichts kaufen. Training, es gibt als Torwart nur 3 Trainingssachen. Okay. Ja. Das war nix. Ja, da sind wir doch. Torwart. Komm schon. Junge, wenn wir nicht der beste Keeper. Ah, da sind wir doch mit den 2 Metern. Ja, den müssen wir fangen. Easy. Okay, dann wird in die lange Ecke. Ja. Komm schon. Oh nein. Oh, haben wir noch gehalten. Okay. Ich glaube, wir haben schon. Okay. Jawohl, da sind wir. Wohin schießt der? Ja, gut antizipiert. Letzter Ball. Jawohl. Ja, okay, Bro, chill doch mit diesem Minus. Ja, Bro, unser Keeper bewegt sich ja gar nicht. Okay, draufrennen lohnt sich auch nicht. Ja, toll, das ist sehr toll. Er schießt drüber, ich kann ja nicht mal Punkt kriegen. Jawohl. Wenn wir den halten, müssten wir Rang 1 haben. Okay, einmal Training gemacht, direkt Level 9. Perfekt. Wo kann ich denn meinen Pro? Hier, Spielerentwicklung. Torwartspiel. Ja, da gehen wir doch direkt mal rein. Ja, wir haben direkt ein 71er Rating, okay. Vorherige Einheit laden, alles simulieren. Erste Partie. Ich würde sagen, da ich ja nicht die vollen... Ach so, ich bin nur eingewechselt worden. Wir werden die Höhepunkte spielen mit unserem Torwartbot. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da stehen wir mit der langen Hose. Aber wir werden von Feldspieler eingewechselt. Perfekt. Was soll ich machen? Erreiche eine Spielwertung. Erreiche eine Kameraden. Das höchstens 2 Gegentore zu. Ja, ja, das nehmen wir. Okay, steht 1-0 für uns. Okay. Alleingang. Oh, was ist das für eine Kamera? Okay, Kamera sehr komisch. Naja, dann lassen wir es halt mal so. Aber so kann ich ja nicht gucken. Was denn jetzt? Ich sehe ja gar nichts. Eckball, den haben wir auf jeden Fall. Ja, sehr schön geklärt. Und diese Kamera ist ja echt irgendwie ein bisschen wack so. Ja gut. 2-1 gewonnen. So wie sich das... Hä, wann haben wir Gegentor kassiert? Oder lagen wir 1-0 hinten? Egal, wir haben 2-1 gewonnen. Easy. So, was haben wir jetzt bekommen? 20 Punkte Persönlichkeit plus 5 Trainerwertung plus 800 XP. Okay. Können wir wieder trainieren? Ja, wir können wieder trainieren. Okay. Vorherige Einheit laden. Alles simulieren. Zack. Levelaufstieg. Können wir direkt nochmal Training machen? Nee. Da sind wir wieder bei der Spielerentwicklung. Wir haben wieder ein paar Skillpunkte. Gehen wir direkt aufs Torwartspiel. Zack, zack. Reingeholzt. 713 Euro haben wir mittlerweile. Wir haben schon 73er Keeper. Wie schnell geht denn das? Wir haben bei Aktivitäten irgendwas Rotes. Investitionen, okay. Kleidungsmarke, das ist ja cool. Mikrofinanzierung, Handy-App, E-Sports-Team. Nur, dass wir halt... Was, warum verdienen wir denn so wenig? Das ist ja bodenlos. So, Partie spielen. Hier, mit Checker spielen. Im Tor. Wir halten den Kasten dicht, ihr wisst Bescheid. Wir haben uns schon die Nummer 1 erkennt. Da geht's rein, da sehen wir, der Don. So anspielt, das darf der nicht nie eine Chance geben, genau. Freistoß für Reed, noch steht's 0-0, okay, Freistoß. Den haben wir auf jeden Fall. Ah, wir stehen gut.
Zack. Ball gefangen. Eckball. Okay, wann machen wir mal ein Tor, Jungs? Wie sieht's damit aus? Tore schießen? Stehen wir ein bisschen weiter draußen oder nicht? Ich weiß nicht beim Eckball. Ja, sehr schön geklärt. Okay, Szene läuft wohl noch. Geht einer drauf? Okay, da sind wir. Da sehe ich mich. Elfmeter. Come on. Elfmeter Killer Kelvin, ihr kennt mich. Der schießt links. Macht doch den Torjubel weg. Immer noch liegt Ried in Führung, okay. Wir haben nur eine 5,4 Wert. Na, sorry, weil ich einen Elfmeter-Tor kassiert habe. Ist ja auch irgendwie ein bisschen bodenlos. 1-1, Schnatterer, okay. War das schon das ganze Spiel, oder wie? Das war das ganze Spiel, okay. Na dann, jetzt bin ich gespannt auf unser Rating. Wir kriegen minus 15. Boah, ich habe einen Elfmeter-Tor kassiert. Aber wir können nicht trainieren, okay. Müssen auf jeden Fall mal gucken, ob wir dieses andere auf ein A hochkriegen. 55 Minuten, wir werden eingewechselt. Wir spielen natürlich nur mit uns. Ich finde es ganz cool, wenn man nur mit sich selber spielt, dann als Torwart. Wir werden wieder für ein Feldspiel eingewechselt, perfekt. Ja, wir nehmen auf jeden Fall wieder das mit den Toren. Den 0-0. Hallo? Konnte durch Wolfsburg 1-0 für uns, sehr stark. Kamera wieder maximal lost. Okay, wir sollen wohl ziemlich weit rauslaufen. Der Konter war nix. Eckball. 82 Minuten. Ja, dadurch müssen wir unser Ziel mit maximal 2 Gegentoren auf jeden Fall erreichen. Ich glaube, das ist ein bisschen OP. Wir müssen mal gucken, ob wir das immer nehmen. Aber so gut wie wir sind natürlich nur mit Elfmetern bezwingbar. Oh, ja, sehr gut. Stellungsspiel von uns. Angriff. Oh, steht schon 2-0. Sehr stark. Dadurch haben wir das Spiel auch safe gewonnen. Okay. Ja, Verteidigung ist sowas von da. Zack, Spiel vorbei. 2-0 gewonnen. Was kriege ich aber jetzt für ein Rating? Ich meine, ich habe ja nichts gemacht. Bin ich mal gespannt jetzt. Also unser Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Plus 5. Okay, Persönlichkeit plus 20. Okay. I'll take that. Dann geht's weiter. Jetzt geht's gegen Elversberg in der Liga Training. Wir haben wieder 3 Einheiten. Levelaufstieg Stufe 5. Wir haben wieder 3 Skillpunkte. Kann ich irgendwie auch mehr Gehalt verlangen? Weil 1200 Euro jetzt irgendwie kriegen wir 700 Euro im Monat oder wie? Das wäre schon irgendwie ein bisschen leisch. Torwartspiel. Ja. Pumpen wir nacheinander voll. Wir haben 73er Rating. Wo geht denn das jetzt hier? Persönlichkeit, Mitteilung, meine Karriere. Wechselwunsch, okay. Nee, dadurch geht noch nichts. Teamzentrale. Laie anfragen oder zurücktreten. Das ist jetzt irgendwie meine Aktion. Okay, das ist genau dasselbe. Kann ich jetzt irgendwo mehr Geld verlangen oder so? Nee, dann nicht. Oh, okay, was geht jetzt? Bisschen im Gym pumpen oder wie? Steh ich drauf? Komm schon, lauf da jetzt hin und guck, ob ich draufstehe, Bruder. Na, da sneaken wir uns von hinten ran. Da ist jemand angepisst, dass er nicht draufsteht. Stehen wir dann vielleicht drauf? Okay, er guckt. Mit der Nummer 1 stehen wir drauf. Zack. Erstmal Faust bekommen. Sehr frische Animation. Höhepunkte mit Checker spielen. Wir sind, glaube ich, auch schon der beste Spieler aus der Mannschaft. So, den All skippen wir wieder. Achso, jetzt habe ich nicht ausgewählt, was für ein Ziel wir machen. Deshalb da darf ich das nicht skippen. Das ist immer ein Fehler. Angriff von Elversberg. Ist tatsächlich das erste Ligaspiel. Ja, wegverteidigt. Oh, wir liegen 1-0 vorne. Nice. Der dürfte noch ziemlich weit weg sein, wenn ich so weit nach vorne laufe. Wieder Ball erobert. Mal schon 75. Minute 2-0 vorne. Ich kriege ja gar nichts zu tun. Okay, wieder Ball abgenommen. Und das war's auch schon. Okay, wir hatten ein 3-0 gewonnen. Wir hatten einfach gar nichts. Okay. Könnt ihr jetzt zumindest mal so einen Longshot oder so machen? Weiß ich ja nicht. Jetzt halt die Frage. Jetzt kriege ich doch selbst meine Bewertungen nicht, oder? Ich hatte ja gar nichts. Ein Nullinger hatte ich. Doch, plus 5. Okay, Persönlichkeit plus 9.500 Punkte fehlen bis Stufe 2. Okay. 1.300 XP. Wahrscheinlich für zu 0 Spiel nochmal 500 on top. Können wir Training machen? Jo.
Dann versuchen wir nochmal das, wo wir nur B hatten. Und die anderen beiden kann man ja dann wieder simulieren. Ist ganz geschickt, dass es nur drei Übungen für einen Torwart gibt. Ach, Standard gibt es auch, okay. Ja gut, aber Standards treten wir ja eh nicht, von dem her. Wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir Elfmeter hochtrainieren würden. Jawohl. Jawohl. Ja. Okay, wir sind da. Wir sind da. A ist möglich. Oh nein. A ist möglich. Noch einen halten. Kein zu hohe Minuspunkte. Yes. Ein A abgeholt. Dann können wir den Rest simulieren. Zack. Gut, schon wieder Levelaufstieg. Geht echt scheiße schnell. Archetypen können wir sowas auch. Okay, ich dachte, ich hätte auf Archetypen gedrückt. Dann haben wir Stellungsspiel ein bisschen hochgepumpt. Hier Vorteile können wir uns noch reinpacken. Was haben wir denn für einen Vorteil? Irgendwas von Heidiger, Knipser, Teampressing, Distanzschuss, Paraden gegen Spielende. Torwartwerte werden die letzten 50 Minuten der Verlängerung gestärkt. Nehmen wir mit. 75er Rating, also ich weiß ja nicht, wir sind ja maximal zu gut für die Mannschaft. Links oben sieht man, wir sind in der Startelf. Okay, jetzt gilt's. So hat mich beeindruckt für Verein und Heimatland. In der Nationalmannschaft von Deutschland, okay. Also ich weiß ja nicht, aber nehmen wir mit. Gibt es bei Aktivitäten irgendwas? Investition, Shop. Wir können uns halt so gar nichts leisten. Wir sind halt mit 1700 Euro, haben wir halt echt nicht so viel auf dem Konto. Ich würde sagen, letztes Spiel gehen wir nochmal. Oder komm, wir simulieren mal. Kann man das auch schnell Simulation? Bei deiner Trainerwertung zählt lediglich die Spielwertungsaufgabe. Guck mal, was wir da kriegen, wenn man so ein Spiel schnell simuliert. 1-0 gewonnen. Die 0 haben wir gehalten. Plus 15, okay. Und plus 1052, aber keine Persönlichkeit bekommen, okay. Aber das heißt, man kann auch schnell simulieren. Das ist ganz wichtig, finde ich. So, hiermit verabschiede ich mich von der ersten Episode Bia Pro mit dem Torhüter. Sehr, sehr geil. Hat echt Bock gemacht und ich würde sagen, wir haben ja schon so eine Nachricht wegen Deutschland bekommen und so. Wir checken mal ab, ob wir vielleicht in den nächsten Folgen vielleicht schon irgendwie so als Dritttorhüter irgendwie bei Deutschland mitfahren dürfen. Das wäre schon sehr fresh. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.